Ist es die Angst vor dem Tod, die euch quält? Die Angst zu ersticken, Monsignore. In Caporetto traf eine Granate meine Einheit. Nur ich habe überlebt. Gott hat euch verschont. Möge er eurer Seele Frieden bringen. Es sind seine Worte, die mich leiten. Nach meinem Albtraum las ich in der Bibel eine Passage von Jesaja. Darin stand: Ja, zum Grab fährst du hinab, in die tiefste Grube. Arno, ihr deutet eure Träume mit Hilfe der Bibel. Bitte, verfallt nicht dem Aberglauben. Eure Eminenz, da Gott der Herrscher über unsere Welt ist, geschieht nichts zufällig. Alles ist Ausdruck seines Willens. Alles muss einen Sinn haben. Und es liegt nicht in der Macht des Menschen, ihn zu entdecken. Arno, ihr sucht Antworten, die euch irreführen. Ich bitte euch, kommt zu den Tatsachen zurück. Die Kongregation schickt euch nach Vladoviste, in die Diözese von Alba Iulia. Nach Transsilvanien? Die Region gehört jetzt zu Rumänien, nicht wahr? Ja, man spricht dort hauptsächlich Rumänisch, auch etwas Ungarisch und Deutsch. Drei Sprachen, die ihr gut kennt. Ihr untersucht den Fall von Marta Calugarul, einer Wissenschaftlerin, die dort vor einigen Monaten starb. Und wir untersuchen bereits? Nun ja, der Postulator ihrer Sache hat Argumente angeführt, die ein schnelles Handeln erfordern. Das darf euch natürlich nicht beeinflussen, aber ihr kennt eure Pflicht. Ihr Anwalt des Teufels.